Ja, also der angekündigte Interview mit dem betroffenen Mieter, den stellen wir zurück. Also ich kann das auch verstehen, wenn man Jahrzehnte in Kreuzberg gelebt hat und dann kommt man hier in diese Umgebung und dann noch im Beisein der Polizei, dass man das nicht so gewohnt ist, da dann offen über das ganze Drama zu reden. Aber das ist nicht so schlimm, weil es geht natürlich um die Verhinderung der Zwangsräumung, aber es geht auch um ein strukturelles Problem, nämlich dass auf Kosten vieler Profite für wenige realisiert werden in einem Rechtsstaat, in dem das Kapital das oberste Gesetz ist. Und ansonsten gilt nur noch die Selbstermächtigung, die Zivilgesellschaft, die sich demnächst den Raum nimmt, der ihr zusteht. Und deswegen gibt es jetzt einen Redebeitrag, wie der nächste Schritt dazu ist.